Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. Ich befinde mich hier in Vivec. Das ist halt einfach ein so schöner Ausblick hier vom Schrein, Wegschrein von Vivec entfernt. Hier in diese Bucht rein. Ich finde das einfach toll. Vor allem, wenn Sonnen- oder Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ist, ja. Aber ich habe was ganz anderes mit euch vor, nämlich wie macht man das hier? Eine neue Quest starte ich. Nee, hier nicht. Im Shop unter DLC. Ne, Quests hier. Prologe. Ups. Da habe ich mich jetzt verklickt. Prologe. Auge des Schicksals, denn es ist bald soweit. Necrom kommt raus. Ein neues DLC für Elder Scrolls Online. Und zwar: Leramil die Weise behauptet, der Dedrische Fürst des Schicksals Hermaeus Mora bräuchte meine Hilfe, um eine Bedrohung aufzuhalten, die sowohl Moras Reich Apokrypha als auch Nirn, das Reich der Sterblichen, vernichten könnte. Ja, kaufen. Für 0 Kronen. Gut. Ihr habt den Prolog Auge des Schicksals erfolgreich erstanden. Super! War gratis. Hier, alle Prologe hier sind gratis. Ich weiß nicht, ob die mit ESO Plus freigeschaltet werden. Jedenfalls haben wir jetzt in unserem Questlog hier Auge des Schicksals. Sprecht mit Leramil der Weisen. Wo ist die? Toll. In Wegesruh. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Hier geht das so ein Weg, hier geht so ein Weg. Das ist ein Sturmhafen. Ja, okay. Hier hätte ich einen Weg schreien. Abla, abbrechen. Okay. Es wird ein langer Weg. Das Reich. Ich muss schwer schlucken. Wie komme ich nach Wegesruh? Ich habe keine Ahnung. Könnte von hier nach Bankorei vielleicht. Na gut, wir sehen uns bald wieder in Wegesruh. Ich habe es endlich geschafft. Juhu. Ich habe den richtigen Weg genommen und ehrlich gesagt, ich war noch nie hier. Noch nie war ich in Sturmhafen, Leute. Und das ist so eine schöne Gegend. Mich hat es echt die Sprache verschlagen. Also ich finde die toll, die Gegend, ja. So tolle Fachwerkshäuschen, bisschen Ritterburg. Echt schön. Also, ja, ich habe es geschafft, hier nach Wegesruh zu kommen über Wrotka. Nö, wie heißt das? Hrothgar, da war ich auch noch nie. Ich habe versucht, nichts zu entdecken auf meiner weiten Reise hier zum Freundschaftstor. Da kommt man tatsächlich durch. Und ja, ich habe das ganz ohne jemanden geschafft. Man kann auch jemanden fragen, ob er sich dahin beamt. Und in der Gruppe kann man sich dann zu ihm beamen. Das ginge auch, aber ich habe den steinigen Weg genommen und bin den ganzen Weg hier rand geritten, gelaufen, ja, und hab's dann schlussendlich hierher geschafft. Zu unserer Quest Auge des Schicksals, die Prolog-Quest für das neue DLC Necrom. Dann suchen wir dann die gute Leramil, also Leramil der Weisen. Okay. Wollt ihr euch etwas Gold Die ist verdienen, bestimmt in Mandarin? diesen. Nein, hier. Sante, das Schicksal pickte euch für eben diesen Moment aus dem Treibgut des Chaos heraus. Okay.
Die Ströme des Schicksals umwirbeln euch mit solch prächtiger Gewalt, Entsandte. Die Zukunft von mindestens zwei Welten hängt in der Schwebe. Ihr habt ein Talent dafür, Schicksale zu ändern. Und das blieb nicht unbemerkt. Daher bringe ich euch ein Angebot des Wissenden. Des Wissenden? Der Fürst des Schicksals, der Wächter des Ungesehenen, der Herr der Geheimnisse. Vielleicht kennt ihr ihn als Hermaeus Mora, den dädrischen Fürsten des Wissens und der Erinnerung. Er hat viele Pfade in die Zukunft gesehen, doch nur einen, bei dem sowohl Nirm als auch Apokrypha überleben. Ihr wollt, dass ich für einen dädrischen Fürsten arbeite? Ich möchte, dass ihr helft, die Ebene Apokrypha zu bewahren, um die Wirklichkeit von Nirm daran zu hindern, sich aufzulösen. In diesem besonderen Augenblick und in diesem einen Fall sind die Schicksale der beiden Reiche untrennbar miteinander verbunden. Werdet ihr tun, was der Fürst möchte und mir helfen? In Ordnung, ich helfe euch. Was muss ich tun? Zunächst müsst ihr die Smaragdglyphik beschaffen. Sie ruht in einem Gewölbe, in das man von drei Orten aus hineingelangen kann. Ich werde euch Portale zu jedem dieser Orte öffnen und das Schicksal euch den Weg weisen lassen. Sobald ihr dort seid, wird dieses Buch das Gewölbe offenbaren. Und mit diesem Talisman kehrt ihr zu mir zurück. Warum muss ich die Smaragdglyphik beschaffen und was genau ist überhaupt eine Glyphik? Glyphiker sind eine Schöpfung von Hermaeus Mora. Jede birgt bestimmtes Wissen oder eine Erinnerung. Richtig angewendet kann man sie zu einer greifbaren Fassung jenes Konzepts machen, das in ihnen steckt. Ihr braucht die Inhalte von drei Glyphiker, um Hermaeus Mora zu helfen. Drei Glyphiker? Diese drei Glyphiker enthalten Konzepte, die, nach ihrer Freisetzung, eure Verbindung zu Hermaeus Mora für die Dauer dieser Krise festigen können. Ich habe schon zwei der Glyphiker erlangt. Ihr werdet die dritte beschaffen. Und wer ist noch gleich Hermaeus Mora? Seid ihr nicht vertraut mit dem Konzept dädrischer Fürsten? Die unermesslichsten und mächtigsten aller Dädra und Herrscher über die Ebenen des Reichs des Vergessens? Hermaeus Mora ist der Fürst des Schicksals und der Meister Apokryphas. Er sieht und weiß alles. Erzählt mir mehr über dieses Buch und den Talisman, die ihr mir gegeben habt. Der Foliant ist eines von Hermaeus Moras Büchern der verbotenen Geheimnisse. Er stellte es zur Verfügung, um euch zu jenem Gewölbe zu führen, in dem die Smaragdglyphik zu finden ist. Lest das Buch, nachdem ihr durch eines der Portale getreten seid, und es wird euch zu ihrem Versteck führen. Was ist mit diesem Talisman? Ein seltsamer Fetisch, nicht wahr? Der Legende nach wurde dieser versteinerte, runenbedeckte Tentakel einem Priester geschenkt. Er soll vom Leib des Wissenden geschnitten worden sein. Beschafft die Glyphik und setzt danach den Talisman ein. Er wird ein Portal öffnen, durch das ihr zu mir zurückkehren könnt. Und wer seid ihr wirklich, Lehrer Mil die Weise? Niemand Wichtiges. Nur eine einfache Gelehrte, die vor mehr als einem Jahrhundert einen Handel mit einem Fürsten einging. Im Austausch für verbotenes Wissen unternehme ich gelegentlich Missionen für Hermaeus Mora. Nun beeilt euch. Während ihr trödelt, werden unsere Feinde stärker. Welches Portal sollte ich nehmen, um das Gewölbe zu erreichen? Portale. Faszinierende Risse im Raum. Sie öffnen sich zu anderen Orten, anderen Zeiten, sogar anderen Reichen. Wie lautete die Frage? Oh, welches Portal? Dasjenige, das euch am besten gefällt, Entsandte. Sie führen zur Reifzeckengrube, zum Wurzwasserhain und zum Umland von Ondil. Was erwartet mich in der Reifzeckengrube? Reifzecken? Die Reifzeckengrube ist eine Höhle mitten in Malabaltor und voller Reifzecken. Viele Abenteurer sind diesen Blutsaugern schon zum Opfer gefallen. Ein Eingang ins Gewölbe wartet irgendwo in ihren Tiefen. Sollte ich noch etwas über den Wurzwasserhain wissen? Der Wurzwasserhain ist ein Sumpf im westlichen Grünschatten, in dem eine Bibliothek geheimen Wissens verborgen liegt. Ein Kult, der sich das Holzauge nennt, unterhält diesen Ort. Einer der Eingänge zum Glyphikgewölbe ist dort zu finden. Erzählt mir vom Umland von Ondil. Ondil ist eine alte Altmeri-Ruine in der Mitte Auridons.
Seuchenkranke Bauern streifen durch die Außenbezirke, die die Ruine umgeben. Seid auf der Hut, falls ihr euch entscheidet, den Gewölbezugang dort zu nutzen. In Ordnung, ich glaube, ich weiß, welches Portal ich benutzen werde. Die Reifzeckengrube ist eine Höhle mitten im Malabaltor. Drittens. Und hervorragend, Entsandte. Hermeus Mora traf eine gute Wahl, als er euch diese heikle und wichtige Aufgabe übertrug. Nun geht. Zahllose Schicksale in dieser Welt und in anderen stehen auf dem Spiel. Oh, ja. Sobald ihr ein Portal wählt, schließen sich die anderen. Lasst euch vom Schicksal leiten. Ja. Hier sind unsere Portale. Welches soll man nehmen? Nehmen wir da Wurzwasser rein, ha? Und tschüss. Ich muss hier raus. So, gut, wir sind jetzt durchs Portal, also lesen wir mal dieses Buch. Buch der verbotenen Geheimnisse benutzen. Oh, wow. Was ist hier? Folgt den offenbarten Runen, okay. Wie das alles ausschaut. Ja, da vorne sind wir welche. Ah, ich habe eindeutig wieder Unterbier hier. Oder unter Honigwhisky. Mmh, auf euch hier. Mmh. Schönen Buff aufrechterhalten, ja? Keiner von euch wird sich uns entgegenstellen. Richtig. So, wo ist die nächste Rune? Ah, da vorne. Auf dem Boden diesmal, okay. Was ist er denn? Und hier? Ja, dann gehen wir mal rein hier. Muss man da runter? Hm. Nee. Okay. Hier ist wieder eine Rune, okay. Hier vorne. Oh, eine Wasserhyazinthe. Kann ich nicht nehmen. Hm. Hoppala. Da einfach irgendwas wieder mal. Jetzt kann ich sie nehmen. Hm, da vorne ist die nächste Rune. Hallo Kroki. Oh. Ich will diese Nierenwurz noch. Okay, ich folge den Runen. Hier ist Ende, oder? Oder zeigen die in der Richtung? Ah, da oben ist wieder eine. Okay. Da bin ich ja gespannt.
ist wieder eine. Oh, wow. Portal ins Smaragdglyphik-Gewölbe. Boah. Das Smaragdglyphik-Gewölbe, yeah. Ist ja mal richtig cool hier, ey. Ein paar verkohlte Leichen. Ah, was sind das für Viecher hier? Dämmersäbel-Assassinen. Legt eure Waffen nieder, meine Freundin. Wir haben gewonnen. Nach der Sache, ihr werdet eigentlich auf die Jagd gehen. Okay. Wir nehmen uns die Zeit, um Miri zu holen. Es wurde nämlich schon geschimpft, dass ich bei Bücherregalen die Miri nicht hole. So. Habe ich etwas Interessantes verpasst? Nein, aber ein paar Bücherregale sind ja hier. Was ist das? Ups, hat Schaden gemacht. Ich denke, mit mir kann man eigentlich gut auskommen. Wir müssen hier hoch. Schauen wir mal auf die Karte. Okay, gehen wir mal nach links. Das wird wohl ein Kampf. Die Glyphik wird uns gehören, Kultisten abschauen. Allwissende Auge behüte uns. Hä? Wer redet hier? Ah, hier laufen wir jetzt diesmal nicht rein. Wenn man sie braucht, ey. Sind die hier ohne gelaufen, oder was? Ei. Ich mag euch alle hier. Wohin deswegs? Vielleicht hätte ich den Kriegswaffenträgern beitreten sollen. Wofür? Wofür trittet man den Kriegswaffenträgern bei, wenn man mit mir unterwegs ist? Das verstehe ich nicht. Vampirstaub? Was? Verkauft diesen Gegenstand gegen Gold an einen Händler. Plunder. Okay. Hab ich auch noch nie. Zur Flanke! Ah, ein Hund, der 18 Goldstücke trägt. Nice, so ein braver. Ich tritt hier sicher nicht mehr nochmal rein. Ich schnetzel hier mich durch. So viel, seit ich euch kenne. Piu, piu, piu.
Ah, noch einer. Wie man an die Glyphen kommt, Kultist. Ich werde das große Auge nie verraten. Wer ist er denn? Bücherregale für die Miri. Ab dem wievielten Buch freut sie sich wohl? Keine Ahnung. Also hier ist auch jemand auf der Jagd nach dieser Glyphik. Den setzt man, also den nehmen wir mit, den leeren Seelenstein, natürlich. Es ist immer jetzt nicht gerade, aber naja. Vielleicht kommen wir vor diesen Typ an. Er scheint irgendwie einen anderen Weg zu nehmen. Wow, ey. Schaut toll aus. Der Todeswund. So ein Blutritt da ist mehr vor uns sicher. Aha. Tralis Adren, stopp! Ah, Schicksalserwählte. Gut, ich dachte schon, ich müsste noch einen Angriff auf die Glyphik abwehren. Okay. Das große Auge schickte uns Visionen. Sagte uns, dass wir die Smaragd-Glyphik schützen sollen, bis seine erwählte Hand eintrifft, um sie zu beanspruchen. Doch unser Orden hat nicht viele Krieger. Diese Vampire überwältigten meine Mitgläubigen, bevor wir für eine ordentliche Verteidigung sorgen konnten. Ihr hattet eine Vision von mir? Wer seid ihr? Wir bekommen viele Visionen vom großen Auge. So teilt es seinen Gläubigen seinen Willen mit. Ich bin Dralis, ein Anhänger der Gemeinschaft des Auges. Uns wurde aufgetragen, die Glyphik zu schützen, bis ihr kommt, um Anspruch auf sie zu erheben. Ich habe auch diesen Brief gefunden. Ist der Brief wichtig? Ich habe keine Ahnung. Ich nahm ihn einem der Vampire ab, doch er wurde in einer Art Geheimschrift verfasst. Ihr arbeitet mit Lehrermehl der Weißen zusammen, nicht wahr? Eine der Lieblingssterblichen des großen Auges, auch wenn es ihr an Glauben mangelt. Sie könnte ihn vielleicht entschlüsseln. Nun gut, ich gebe Lehrermehl den Brief, doch was ist das für ein Leuchten, das die Smaragdglyphik umgibt? Ein Schutzschild, der von einem mächtigen Priester der Gemeinschaft gewirkt wurde. Er hat die Vampirsöldner bisher aufgehalten. Denn nur die Schicksalserwählte darf hindurchtreten und die Glyphik nehmen. Ich würde vorschlagen, ihr lasst Eile walten, meine Freundin. In Ordnung, ich nehme mir die Smaragdglyphik. Sputet euch, meine Freundin. Ihr könnt dem großen Auge nicht ohne die Smaragdglyphik helfen. Nehmt sie und geht, bevor noch mehr von diesen Söldnern eintreffen. Oh. Seid vorsichtig, was Lehrer mir angeht. Bin ich gleich tot? Ihr Durst nach Wissen schließt nicht aus, dass sie die vorhergesehene Bedrohung ist. Wie kommt ihr darauf, dass Lehrermehl Teil der vorgesehenen Bedrohung sein könnte? Es ist ein Verdacht, mehr nicht. Die Gemeinschaft des Auges hat vor kurzem erfahren, dass manche, die behaupten, nur das Beste für das große Auge zu wollen, in Wahrheit daran arbeiten, Apokrypha zu untergraben. Gehört Lehrermehl zu ihnen? Ich kann es nicht beweisen. Noch nicht. Warum versuchen diese Vampire, die Smaragdglyphik zu erlangen? Die Dämmersäbel sind Söldner von der Telvanni-Halbinsel. Jemand hat sie angeworben, um an die Smaragdglyphik heranzukommen und sie in Besitz zu nehmen, bevor die Schicksalserwählte genau das schafft. Ich weiß nicht, für wen sie arbeiten, doch der Brief, den ich euch gab, könnte Antworten bereithalten. Erzählt mir von diesem Ort und eurem Orden, Dralis. Die Gemeinschaft des Auges ist ein kleiner Bund, der sich dem großen Auge verschrieben hat. Ihr nennt es Hermaeus Mora.
Es hat uns angewiesen, dieses Gewölbe zu bewachen, bis ihr eintrefft. Und wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Trotz des Todes so vieler Gläubiger. Möge das große Auge euch im Blick behalten, Erwählte. Falls ich mehr über diese Bedrohung erfahre, melde ich mich. Dann nehmen wir sie mal. Ups. Versteinerter Tentakel-Talisman benutzen. Oh. Oh, wow, okay. Wir kommen in Schnittermark raus. Was ist denn das schon wieder hier? Hier oben. Wo ist das? Ach hier, okay. Was sollte ich hier den Wegschrein holen? Die Strömungen des Schicksals und deren Gezeiten tragen euch wieder an das Ich habe das Effluvium aller Möglichkeiten betrachtet und dabei ist mir eine Proliferation plötzlicher Potenziale aufgefallen. Das deutet wohl darauf hin, dass ihr erfolgreich wart. Hattet ihr Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Smaragd-Glyphik? Ich glaube, die Glyphik-Söldner versuchten sie zuerst zu erlangen und viele Kultisten starben, um sie zu schützen. Feindliche Kräfte gehen gegen den Wissenden vor. Genauso, wie er es erwartet hatte. Ich betrauere den Verlust von Hermeus Moras Gläubigen. Aber Trauer darf unser Vorankommen nicht aufhalten. Ich wünschte nur, wir wüssten mehr über diesen Feind. Ein Mitglied der Gemeinschaft des Auges hat überlebt, Dralis. Er hat bei den Söldnern diesen Brief geborgen. Dralis? Ja, ich glaube, wir sind uns schon begegnet. Dieses Dokument wurde in einer obskuren Chiffre verfasst. Ich werde versuchen, das Schreiben zu entschlüsseln, während ihr den Schrein des Goldauges findet. Dorthin müssen wir die Glyphik und deren Gegenstücke bringen. Die Glyphik und deren Gegenstücke? Ja, jene, die ihr bei euch führt und die beiden in meinem Besitz. Wir können sie am Schrein verwenden, um unsere Vereinbarung mit Hermeus Mora formell abzusegnen. Leider bin ich keine der Gläubigen. Nur seine Anhänger kennen die Orte. Wie finde ich einen von Hermeus Moras Gläubigen? Lasst es mich auf eurer Karte markieren. Zwei der Gläubigen, mit denen ich bekannt bin, leben an diesen Orten. Sprecht mit Mildanor und Bassian. Es sollte ihnen eine Freude sein, der Schicksalserwählten den Standort des Schreins zu nennen. Ich werde euch bei ihnen treffen, um euch vorzustellen. Ihr seid keine Anhängerin von Hermeus Mora? Ich bin eine Wissenssucherin, die der Weisheit nachjagt und in Geheimnisse eintaucht. Vor langer Zeit ging ich einen Handel mit dem Fürsten des Schicksals ein. Im Austausch für einen Blick in die verbotenen Folianten von Apokrypha unternehme ich von Zeit zu Zeit Missionen wie diese. Ihr seid also keine liederische Kultistin? Ich überlasse die Verehrung und die Gebete an den Wissenden Dralis und Bassian und ihresgleichen. Meine Verbindung zu Mora beruht rein auf beidseitigem Nutzen. Nun kommt, Entsandte. Die Zeit ist ein kostbares Gut, wenn das Schicksal zweier Reiche in der Schwebe hängt. Okay. Ah, ist in der Nähe. Okay. Ah, wir sind hier in Düne. Düne am Dünestag. Nee, der Wegschrein von Düne, den hole ich mir natürlich. Man weiß ja nie, wann man wieder einen Wegschrein hier braucht. Ich war hier echt noch nie. Ah, stehlen. Werde ich entdeckt? Nö. Okay. Ein bisschen Essen mitgenommen. Das ist da oben, also muss ich da irgendwie rauf. Oh nein, der ist da in der Stadt. Oh nein. Ja, wenigstens kann ich mich mit dem Kupferflötz auch trösten hier. Ah!
Nee, gibt's hier. Der hat wohl das gleiche Problem wie ich. Naja. Wir sind hier in Düne. Schön. Auf der Spuren der Prolog-Quest. Ja, war ja richtig spannend, würde ich sagen. Weiter geht's sicher auch spannend weiter, ja. Lasst es euch gut gehen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich freue mich echt immer drüber. Genießt den Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi ihr.